Im heutigen Video werden wir darauf eingehen, ob Draco Malfoy wirklich ein gutes Herz hat oder ob das alles nur gespielt ist. Dazu werden wir uns ein paar Momente anschauen, die in der Saga ziemlich relevant sind und viel Einfluss haben. Viel Spaß! Der wahre Grund, warum Draco Malfoy Albus Dumbledore in Wirklichkeit nicht getötet hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video besprechen wir einen ikonischen Moment in den Büchern und in den Filmen, in dem Draco Malfoy nur wenige Augenblicke davon entfernt scheint, Albus Dumbledore auf dem Astronomieturm zu töten. Und das am Ende nur, damit Severus Snape eingreift und die Aufgabe selbst ausführt. Draco war kurz davor, Dumbledore zu töten, aber er tat es letztendlich nicht und enttäuschte damit den dunklen Lord. Das alles übernahm aber am Ende Severus Snape, um sich das Vertrauen des Dunklen Lords endgültig zu sichern. War das wirklich in Ordnung für Snape? Ich glaube nicht. Aber war es notwendig, um alle zu retten und Voldemort zu stürzen? Ja, das war es. Aber wie auch immer, ich möchte zu dem Moment zurückkehren, in dem Draco Dumbledore fast getötet hätte. Was war der wahre Grund, warum er ihn nicht tötete? Und was wäre passiert, wenn Draco es doch getan hätte? Es ist kein Geheimnis gewesen, dass es Lucius Malfoy, Dracos Vater, zu der Zeit miserabel ging und er es nicht wirklich aushielt, unter dem Dunklen Lord zu dienen, denn er lebte in ständiger Angst vor ihm und davor, dass er ihm und seiner Familie Schaden zufügen würde. Lucius war wahrlich an seinem Tiefpunkt angelangt. Zu der Zeit war es Draco ziemlich peinlich, dass seine Familie eine öffentliche Lachnummer geworden war und als Reaktion darauf war er sehr entschlossen, alles richtig zu stellen und seinen eigenen Status bei den Todessern und Voldemort auf Hochglanz zu bringen. Aber obwohl Draco von seinem Vater komplett aufs Ganze reinblütig erzogen worden war und er ihn wirklich mit harter Sympathie zu den Todessern trieb und aufgezogen hatte, hatte Draco nie den Instinkt, jemanden zu töten. Er war einfach kein Mörder und er wollte es auch nicht sein. Seine Mutter Narcissa lehrte ihn Moral und die Wichtigkeit, ein Gewissen zu haben. Und genau diese Moral hielt Draco davon ab, die Grenze zwischen Gut und Böse jemals zu überschreiten. Aber hier ist das Gegenargument, das ich zu diesen Aussagen auch hervorbringen kann. Es gab ja nicht nur einen Versuch von Draco, Dumbledore zu schaden. Es gab ja nicht nur die Situation auf dem Astronomieturm, wo Draco Dumbledore entwaffnete und ihn mit seinem inneren Ringen zu töten versuchte. Es gab ja auch noch andere Situationen. Wir können an der Geschichte ganz klar erkennen, dass Draco versucht hat, Dumbledore auch mit anderen Dingen zu schaden. Wie zum Beispiel mit dem Met von Horace Slughorn, der Ron fast umgebracht hätte. Oder mit der Halskette, die Katie Bell fast umgebracht hätte. Diese Versuche waren gedacht, um Dumbledore auszuschalten. Sie gingen zwar schief, aber es waren immer noch die Versuche, jemanden nicht aus erster Hand zu töten. Obwohl man schon sagen könnte, dass das keinen großen Unterschied macht, ob man jemanden vergiftet und er dadurch stirbt, oder ob man einen vom Astronomieturm wirft. Es geschieht zwar nicht durch seine eigene Hand, aber indirekt schon. Denn wie hätte zum Beispiel sonst Tom Riddle seinen ersten Horcrux aus seinem Mord an der maulenden Myrte erschaffen können? Er hat sie auch technisch gesehen nicht selber umgebracht, sondern einen Basilisken auf sein Kommando hingeschickt und sie getötet. Aber wie dem auch sei, Draco hatte diese Fallen für Dumbledore gestellt. Er hatte die beiden Gegenstände für Dumbledore platziert, um ihn zu töten, und hätte dabei fast zwei unschuldige Menschen ermordet. Ja, es ist schon wahr, er wollte es nicht tun. Natürlich wollte er es nicht. Aber er hat es trotzdem getan, und wenn entweder der Met oder die Halskette Albus Dumbledore getötet hätten, nachdem sie in Dracos Besitz waren, würde dies bedeuten, dass Draco ein Mörder wäre. Die Aussage, ich kann niemanden töten, wird dadurch also schon irgendwie entkräftet. Okay, vielleicht kann er niemanden töten von Angesicht zu Angesicht, aber das heißt nicht generell. Man darf eines aber nicht außer Acht lassen bei der Angelegenheit mit den Fallen für Dumbledore. Draco stand unter enormem Druck. Die Konsequenzen eines Versagens ängstigten ihn mehr als alles andere. Und ich meine, das ist schon irgendwie verständlich, wenn so ein Grusel-Voldemort ohne Nase einfach kommt und sagt, yo, erledige mal Dumbledore oder ich lösche alle aus, die du liebst. Natürlich hat er das wohl nicht so wortwörtlich gesagt, aber wir können uns sicherlich alle vorstellen, dass er das gesagt hätte, irgendwie in irgendeiner Art. Erstens, dass er das sagen würde und zweitens, dass er das auch tatsächlich durchziehen würde, wenn er versagt. Aber das Wichtigste dabei ist, dass Draco in seinem Kopf hat, dass Voldemort es wirklich tun würde, und das löste diesen enormen Druck aus.
Es ist also nicht ganz fair zu sagen, dass Draco den Mord an Dumbledore nicht zu Ende bringen konnte, weil er es bereits versucht hatte. Zwar aus einer Position der Heimlichkeit heraus und nicht wirklich erfolgreich, was die Zielperson angeht, aber versucht hat er es. Es ist eher die Auswirkung der tatsächlichen Tat, vor der Draco mehr Angst hatte. Aber so oder so, ein großer Schaden würde angerichtet werden. Nehmen wir rein hypothetisch aber mal an, er hätte Dumbledore getötet. Was würde das bedeuten? Nun, es würde bedeuten, dass die Hölle losbrechen würde. Draco Malfoy würde in die Geschichte eingehen als die Person, die Albus Dumbledore ermordet hat. Sein Leben würde nie wieder dasselbe sein. Er wäre eine wandelnde Zielscheibe geworden und würde von denen gejagt werden, die Dumbledore am treuesten zur Seite standen. Jede Chance auf Normalität wäre sofort vorbei gewesen. Er hätte alle Erwartungen von Voldemort übertroffen und wäre wahrscheinlich einer seiner treuesten Diener geworden. Aber seine Schuldgefühle für das, was er getan hat, wären nicht einfach verschwunden, da er nicht so ist oder so fühlt, wie Voldemort es tut. Und wenn Harry am Ende trotzdem gewonnen hätte, dann hätte Malfoy keine Chance mehr gehabt und wäre wahrscheinlich auch nicht entlastet worden. Wahrscheinlich wäre Draco sogar lebenslänglich nach Azkaban gegangen, bei diesem komischen Rechtssystem. Und selbst wenn er nicht nach Azkaban gekommen wäre, dann wäre er wahrscheinlich gestorben, denn viele Leute hätten ihn sicherlich tot sehen wollen. Außerdem wäre seine Seele gespalten worden und das in einem so jungen Alter. Wer weiß schon, welche schädlichen Auswirkungen das auf ihn hätte haben können und ob er in der Lage gewesen wäre, den Schaden an seiner Seele zu reparieren. Es ist schon möglich, seine Seele zu reparieren. Und ein Key-Faktor bei der Reparatur der Seele ist das Zeigen von Reue. Ich denke, Draco wäre dafür durchaus in der Lage gewesen. Es wäre allerdings ein harter und schwerer Prozess geworden. Und die schweren Gewissensbisse würden ihn wahrscheinlich auffressen. Lasst uns einmal zu dem Moment zurückgehen auf der Spitze des Astronomieturms, wo Dumbledore versuchte, so viel Zeit wie möglich herauszuzögern. Denn Dumbledore wusste ganz genau, wenn Draco anwesend war, muss es Snapes Ankunft nicht lange in der Zukunft liegen. Draco wog in diesem Moment alle Optionen in seinem Kopf ab. Er wusste, dass Voldemort ihn und seine Eltern töten würde, wenn er Dumbledore nicht töten würde. Doch das Ergebnis des Tötens eines Mannes, von dem Draco wusste, dass er auf der richtigen Seite kämpfte, schien genauso schlimm zu sein, wie als ob Malfoy kein Leben mehr haben würde. Wie ich schon sagte, er wäre für immer bekannt als die Person, die Albus Dumbledore getötet hat. Als dunkler, mächtiger Zauberer wie Voldemort oder Grindelwald mag das ja von großem Vorteil sein, aber nicht für so einen kleinen Draco Malfoy. Außerdem wusste Draco irgendwie, dass er reingelegt worden war. Er wusste, dass Voldemort erwartete, dass er scheitern würde. Ich glaube nicht, dass er glaubte, dass der Dunkle Lord wollte, dass er scheitert, aber er wusste zumindest, dass man von ihm nichts anderes erwartet, als zu scheitern. Ich meine, der Dunkle Lord ist ja kein Idiot und schickt Draco als einzigen Zauberer auf die Mission und verlässt sich nur auf ihn. Und nochmal, versteht mich jetzt nicht falsch, wenn ich sage, dass ich nicht einverstanden bin mit der Tatsache, dass Draco kein Mörder war. Er hat ja wie gesagt schon versucht, Dumbledore zu töten, aber er war jetzt kein Mörder wie Fenrir Greyback oder Voldemort. Er hat es versucht und war damit ein versuchter Mörder. Was ich meine ist, dass er töten würde, wenn er es müsste, und er tat es auch fast mehrere Male. Also war es eine Kombination von Faktoren, die dazu führten, dass Draco sich in dieser Nacht auf dem Astronomieturm zurückhielt. Obwohl er seine Familie wirklich liebte, waren die Nachwirkungen des Geschehens auch richtig übel. Er redete sich ein, dass er keine Wahl hatte, aber in Wirklichkeit hatte er zwei Möglichkeiten: es tun oder es eben nicht tun. So oder so war es eine Lose-Lose-Situation. Obwohl der Plan zwischen Snape und Dumbledore war, das Vertrauen des Dunklen Lords zu gewinnen und dabei den unvermeidlichen Tod des Schulleiters auszunutzen. Snape und Dumbledore taten in dieser einen Nacht mehr für Draco, als sich der junge Malfoy jemals hätte erhoffen können. Ich denke, es ist interessant, alles zu betrachten, was Draco in dieser Nacht durch den Kopf ging. Es gingen ihm viele Emotionen durch den Kopf und er konnte sicherlich auch nicht ganz klar denken. Es gibt generell nicht viele Menschen auf der Welt, die in Stresssituationen einen komplett klaren Kopf und Geist behalten können. Und Draco sah definitiv nicht wie eine dieser Personen aus. Und ich finde, es ist eine viel bessere Ausrede als die, dass er einfach ein Killer war. Meiner Meinung nach auch der wahre Grund, warum Draco Malfoy Albus Dumbledore in jener Nacht auf dem Astronomieturm nicht getötet hat. Warum Draco Malfoy Harry Potter nicht verraten hat. Im heutigen Video werden wir einen Abschnitt aus den Heiligtümern des Todes besprechen, in dem es um Draco Malfoy und Harry Potter geht.
Genauer gesagt geht es um den Moment, in dem Draco Malfoy es versäumt, Harry Potter in Gegenwart seines Vaters und den anderen Todessern zu identifizieren. Was genau ich untersuchen möchte ist, warum? Hat Draco Harry einfach nicht erkannt? War es ein Akt der Selbsterhaltung oder war dies Dracos Chance auf eine Form der Erlösung? Alles beginnt im Kapitel 23 der Heiligtümer des Todes, wo es ein wenig Verwirrung um Harrys Identität gibt. Mal sehen, wen wir da haben, sagte Greybacks hämische Stimme von oben, und Harry wurde auf den Rücken gedreht. Ein Lichtstrahl aus dem Zauberstab fiel auf sein Gesicht und Greyback lachte. Um das runterzuspülen, brauche ich Butterbier. Was ist mit dir passiert? Hässlich? Harry antwortete nicht sofort. Ich sagte, wiederholte Greyback, und Harry erhielt einen Schlag gegen sein Zwerchfell, sodass er sich vor Schmerzen krümmte. Was ist mit dir passiert? Gestochen, murmelte Harry. Gestochen wurden. Ja, sieht so aus, sagte eine zweite Stimme. Wie ist dein Name? Knurrte Greyback. Dudley, sagte Harry. Und Vorname? Vernon. Vernon Dudley. Und warum war Harry so unerkennbar? Nun, kurz bevor er von den Schnappern gefangen genommen wurde, gelang es Hermine, schlau wie immer, einen Brandzauber direkt in Harrys Gesicht zu feuern. Die daraus resultierende Schwellung entstellte sein Gesicht so sehr, dass er nicht mehr zu erkennen war. Doch trotz Hermines schnellem Denken bei ihrem Versuch, Harry unkenntlich zu machen, gab es immer noch Dinge, an denen man Harry leicht erkennen konnte, wie zum Beispiel seine Narbe und seine typische Brille. »Was ist das auf deiner Stirn, Vernon?«, fragte er leise. Sein Atem stank in Harrys Nase, als er seinen schmutzigen Finger auf die Narbe drückte. »Fass sie nicht an!«, schrie Harry. Er konnte sich nicht zurückhalten. Er dachte, ihm würde von den Schmerzen schlecht werden. »Ich dachte, du trägst eine Brille, Potter«, hauchte Greyback. »Ich habe eine Brille gefunden«, brüllte ein Schnapper, der im Hintergrund schlich. »Da war eine Brille im Zelt.« »Greyback, warte.« Und Sekunden später war Harrys Brille wieder auf seinem Gesicht gepackt. Die Schnapper kamen jetzt näher und starrten ihn an. »Er ist es«, krächzte Greyback. »Wir haben Potter erwischt.« Die Schnapper waren sich zwar sicher, Harry identifiziert zu haben, aber letztendlich war die Entscheidung, Harry zu identifizieren, bevor sie den dunklen Lord alarmierten, bei Draco, da er ihn am besten kannte. »Sie sagten, sie haben Potter«, sagte Narcissas kalte Stimme. »Draco, komm her.« »Nun, Draco«, sagte Lucius Malfoy, »er klang eifrig. Ist er das? Ist es Harry Potter?« »Das kann ich nicht sagen. Ich bin mir nicht sicher«, sagte Draco. Er hielt sich von Greyback fern und schien genauso viel Angst davor zu haben, Harry anzuschauen, wie Harry davor, ihn anzuschauen. »Aber schau ihn dir genau an. Schau, komm näher.« Harry hatte Lucius Malfoy noch nie so aufgeregt gehört. »Da ist etwas«, flüsterte er. »Es könnte die Narbe sein, die sich zusammenzieht. Draco, komm schnell her. Sieh genau hin. Was denkst du?« Harry sah Dracos Gesicht jetzt aus der Nähe, direkt neben dem seines Vaters. Aber während sein Vater vor Aufregung außer sich war, war Dracos Gesichtsausdruck voller Widerwillen und ein wenig Angst. »Ich weiß es nicht«, sagte er und ging weg in Richtung des Kamins, wo seine Mutter ihm zusah. In diesem Moment hätte Draco das Schicksal der Welt der Zauberer völlig verändern können. Er hätte seinen Familiennamen rehabilitieren und die Ehre seines Vaters zumindest in den Augen von Voldemort wiederherstellen können. Dies hätte Voldemorts Aufstieg zur Macht sichern können. Aber was genau führte dazu, dass Draco dies nicht tat? Ich habe verschiedene Antworten darauf gefunden, warum das passiert ist. Die erste Möglichkeit, die ich untersuchen möchte, ist meiner Meinung nach die unwahrscheinlichste, dass Dracos Untätigkeit lediglich das Ergebnis seines Selbsterhaltungstriebes war. So unwahrscheinlich es auch ist, es besteht immer die Möglichkeit, dass Draco sich einfach nicht zu 100% sicher war, dass dieser entstellte, geschwollene Junge Harry Potter war. In diesem Fall wäre es einfach Dracos Unfähigkeit, Harry Potter zu identifizieren. Wenn Draco tatsächlich bestätigt hätte, dass es sich bei dieser Gestalt um Harry Potter handelte und Voldemort dann gerufen wird, um herauszufinden, dass es nicht Harry war, wäre es für ihn und seine Familie nur noch schlimmer geworden. In den Büchern hat Harry sogar zugegeben, dass er sich selbst nicht mal erkannt hätte. Harry stand vor einem Spiegel über dem Kamin, ein großes vergoldetes Ding mit einem kunstvoll verschnörkelten Rahmen. Durch die Schlitze seiner Augen sah er zum ersten Mal, seit er Grimmauld Place verlassen hatte, sein eigenes Spiegelbild. Sein Gesicht war riesig, glänzend und rosig. Jedes Merkmal wurde durch Hermines Fluch verzerrt. Sein schwarzes Haar reichte ihm bis zu den Schultern und um seinen Kiefer lang ein dunkler Schatten. Hätte er nicht gewusst, dass er es war, der dort stand, hätte er sich wahrscheinlich gefragt, wer seine Brille trug. Harry beschloss, nicht zu sprechen, denn seine Stimme hätte ihn ziemlich sicher verraten. Dennoch vermied er den Blickkontakt mit Draco, als dieser sich näherte. Aber glaube ich, dass dies der Grund für Dracos Untätigkeit war? Ziemlich sicher nicht.
Die nächste Möglichkeit, die ich erklären möchte, ist, dass Draco, obwohl er ein Anhänger der Ideologie der Todesser war, seine Kindheitsbekanntschaften nicht einfach in Gefahr bringen wollte. Draco wusste, dass wenn er Harry ausliefern würde, dass dies das Ende für Harry, Ron und Hermine bedeutet hätte. Obwohl Draco diese drei verabscheute oder sein Leben lang darauf zu schließen ließ, wollte er nicht die Ursache für ihren Tod sein. Wollte Draco Ruhm für seine Familie? Auf jeden Fall. Wollte er die Herrschaft der Todesser? Weiß man nicht genau. Aber wollte er nichts davon auf Kosten des Lebens seiner alten Klassenkameraden? Auch ziemlich wahrscheinlich. Die nächste und meiner Meinung nach die wahrscheinlichste Möglichkeit, die ich erklären möchte, ist, dass Draco nicht mehr den Ideologien der Todesser folgte. Vielleicht hat er immer nur geredet, aber er war nicht bereit, den Worten Taten folgen zu lassen. Die Ereignisse des Halbblutprinzen hatten ihren Tribut von Draco gefordert und der ewig grinsende Junge, der immer eine Art falsches Selbstvertrauen ausgestrahlt hatte, war nun zu einem nervösen Wrack geworden, nachdem er den Auftrag erhalten hatte, den Schuldirektor Dumbledore zu töten. Aber erst am Ende des Buches und Dumbledores Tod sahen wir, wie Draco zu jemandem wurde, der seinem früheren Selbst so gar nicht entsprach. Der Tod von Dumbledore auf dem Astronomieturm und Charity Burbage, die gefoltert und getötet wurde, waren Ereignisse, die Draco dazu gezwungen haben, seine eigene Ignoranz zu erkennen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es Draco war, der diese Räder in Bewegung gesetzt hat, indem er den Todessern durch das Verschwindekabinett Zugang zu Hogwarts verschaffte. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Draco die Verantwortung für Dumbledores Tod verspürte und er das Gefühl davon hasste. Er wollte vermeiden, noch mehr Blut an seinen Händen kleben zu haben. Draco, der seine ganze Kindheit über schreckliche Schimpfwörter von sich gegeben hat, war nun wie sein Vater geworden. Draco hasste nicht wirklich Muggelgeborene oder Blutsverräter. Er war nur unwissend und zu jung und unklug, um das zu erkennen. Nachdem er zum ersten Mal Zeuge eines Todes geworden war, erkannte Draco schließlich, dass es einen deutlichen Unterschied gab zwischen höhnischen Beleidigungen und der Verurteilung seiner alten Klassenkameraden zu einem langen, schmerzhaften und entscheidenden Tod in der Saga. Wenn man das einfach mal weiterdenkt, ist es schon möglich, dass Draco sich einfach begann vorzustellen, wie eine Zukunft unter Voldemorts Herrschaft aussehen könnte. Noch ein paar Jahre zuvor war Draco völlig unbekümmert, aber jetzt musste er zusehen, wie die Todesser für Voldemort folterten, sah zu, wie seine Professoren ermordet wurden und musste mit ansehen, wie sein Vater, zu dem er sehr aufschaute, von dem Mann, der neue Herrscher der Zaubererwelt sein sollte, gedemütigt wurde. Es war kein Spiel mehr und das dunkle Mal auf seinem Arm erinnerte ihn an jeden Moment, den er wach in dem Albtraum verbrachte, der zu seinem Leben geworden war. Die Identifizierung von Harry Potter hätte seine einzige Chance auf ein normales Leben zunichte gemacht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Draco "Ich weiß nicht" und nicht "Nein" gesagt hat. Aber was hat das zu bedeuten? Meiner Meinung nach war die Tatsache, dass Draco nicht komplett leugnete, dass es sich bei dieser unbekannten Gestalt um Harry handelte, dass er nicht komplett entschlossen war, ob es Harry jetzt war und ob er ihn verraten würde oder nicht. Seine Unentschlossenheit war einfach das Produkt seines Verstandes, der den Weg, den er eingeschlagen hatte, mit dem Weg abwog, den er jetzt nehmen musste. Obwohl er erkannte, welchen Weg er nun einschlagen musste, konnte er sich nicht ganz entscheiden. Deshalb begnügte er sich am Ende mit einem leisen "Ich weiß nicht". Die letzte Frage, die in diesem Zusammenhang beantwortet werden muss, ist, warum Dracos Vater Lucius eigentlich nicht in der Lage war, Harry zu erkennen. Lucius hatte Draco schon mehrfach getroffen und er wusste, mit wem Harry sich herumtrieb, also hätte er ihn einfach erkennen müssen. In der Kammer des Schreckens erwähnt er gegenüber Hermine, dass Draco ihm alles über sie erzählt hat und weist sogar auf Rons rote Haare hin. Es ist auch nicht so, dass Harrys ikonische Narbe ein großes Geheimnis wäre. Lucius kommentiert Harrys Narbe schon früher in der Saga. "Verzeih mir, deine Narbe ist legendär." Was hat es damit auf sich? Nun, die Sache ist die: Er hätte es wahrscheinlich getan, wenn er sich 100% sicher gewesen wäre, aber ohne absolute Gewissheit wäre es eine sehr, sehr schlechte Entscheidung gewesen, Voldemort zu rufen, vor allem wenn sich herausstellen sollte, dass es nicht Harry Potter war. Lucius stand bereits in Voldemorts Schuld und Missgunst, da er versagte, die Prophezeiung zu besorgen, und Voldemorts Zeit weiter zu verschwenden wäre sehr, sehr schlecht für ihn und seine Familie gewesen. Sie brauchten die Bestätigung, dass es Harry Potter war, ohne den geringsten Zweifel.
und Draco Malfoy wäre der einzige gewesen, der diese Bestätigung hätte geben können. Aber wie wir wissen, hat sich die Sache nicht so entwickelt. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und etwas Neues gelernt. Habt ihr in diesem Moment auch über Dracos Unentschlossenheit nachgedacht? Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.